Danke sehr, Herr Köhler. Erst einmal herzlich willkommen. Ich freue mich, heute bei Ihnen sein zu dürfen. Ich möchte mich vorab entschuldigen. Ich lebe seit mehr als 10 Jahren im Ausland und manchmal verwechsle ich dann relativ schnell Englisch und Deutsch. Also wenn Sie heute von mir Denglisch hören, also die Kombination aus Englisch und Deutsch, dann sehen Sie mir das bitte nach, weil manchmal, wenn es um Parkbewirtschaftungssysteme geht, dann geht mir das einfach nicht mehr so einfach über den Mund. Ich möchte heute, ich freue mich mit Ihnen über vernetzte Mobilität zu reden. Und ich möchte vernetzte Mobilität einmal definieren. Wie sehen wir vernetzte Mobilität? Was passiert? Was sehen wir auch in anderen Industrien? Die Chancen für die deutschen Automobilhersteller. Und dann drittens die praktischen Fragen an die Umsetzung und dann auch die Fragen an die IT. Bevor ich über die vernetzte Mobilität rede als solches, lassen Sie mich erläutern die Rahmenbedingungen, die wir sehen. Rahmenbedingungen sind zum einen die bestehende Verkehrsinfrastruktur wesentlich besser nutzen zu müssen. Wir haben es eben gerade auch gehört, 4% mit dem Auto, dann hören Sie solche Sachen wie Peking, 100 Kilometer Stau. Das große Potenzial liegt ganz klar darin, die bestehende Verkehrsinfrastruktur besser nutzen zu müssen. Der zweite Punkt ist die Massenindividualisierung. Was meine ich mit Massenindividualisierung? Durch die Digitalisierung sammeln wir und sammeln Sie jeden Tag Datenpunkte über Ihre Kunden. Und unsere Kunden sind heute schon gewöhnt, maßgeschneiderte Produkte zu erhalten. Das ist etwas, was so ziemlich als Trend in jeder Industrie zu sehen ist. Und wenn Sie sich das anschauen, in der Retail-Industrie zum Beispiel, sind sie sehr, sehr weit entwickelt. Und hier will ich darüber reden, in der Automobilindustrie haben wir die Chance, dass Sie immer mehr Datenpunkte bekommen mit Ihren Kunden. Und ich weiß, manchmal in Deutschland schrecken Leute so zurück, Daten, und das ist dann der Überwachungsstaat oder so. Aber es gibt natürlich auch immer wieder die Möglichkeit, die Kundenbeziehung auf ein neues zu definieren. Wenn ich darauf gehe, welche mobilen Datenservices sehen wir, dann haben wir in den letzten Jahren doch eine ziemliche Innovation in Datenservices rund um Mobilität zu verzeichnen. Warum ist das eigentlich so? Weil Konzepte der Mitfahrzentrale als solches sind ja Konzepte, die sind nicht komplett neu. Aber wir haben natürlich technologische Veränderungen. Das Internet funktioniert heute. Wir haben die Explosion von Smartphones. Wir haben Social als solches. Das sind also Rahmenbedingungen, wie Datenservices jetzt einfach anders zur Verfügung gestellt werden können. Suchkosten sind heute minimal. Sie haben heute Bewertungen, die in Apps vorgehen. Sie können sich also sehr gut ein Bild von diesen Services machen. Zweite Veränderung ist auch eine Veränderung in der Definition von Eigentumsverhältnissen. Wir haben hier sehr viele IT-Professionals. Sie kennen das auch. Sie konsumieren immer mehr Pay-per-Use. Wenn Sie sich anschauen, als ich mal Student war, lang, lang ist her, glaube ich, dann war für mich eines der höchsten Güter, ein Auto zu besitzen. Mein 24-jähriger Cousin, der kurz vorm Ende des Studiums ist, sieht das heute überhaupt nicht mehr so. Ja, also der hat überhaupt gar kein Problem, seine Wohnung zur Verfügung zu stellen auf Airbnb und sich dann ein Auto zu mieten, und zwar für eine Brand, die ich mir nicht leisten konnte, wann immer er es möchte. Also eine komplett unterschiedliche Annahme, wie mit Eigentum umzugehen ist. Nun gibt es da mehrere Generationen. Die Generation der Millennials hat bestimmt eine andere Einstellung als vielleicht eine Generation, die ich habe. Aber denken Sie daran, dass die Generation der Millennials ungefähr 40% des GDP weltweit und in den USA bei 2020 beeinflusst. Also es ist eine Veränderung, auch wie Eigentum zu definieren ist. Ich habe da mal exemplarisch aufgeführt. Sie sehen all diese Datenservices. Wir haben heute schon viel davon gehört. Carsharing, Ridesharing, Uber nenne ich On-Demand Transportation Services. Parkbewirtschaftungssysteme, also Parksharing als solches, und dann zum Beispiel Moovil,
auf die gehe ich später nochmal ein. Also eine ganze Fülle von Mobilitätsservices, die in den letzten Jahren entstanden sind und die das Ganze umfassender sehen. Die sehen halt Bedürfnisse als solches und versuchen auf ganz bestimmte Bedürfnisse der Mobilitätsnutzer einzugehen. Wie definieren wir diese Mobilitätsservices? Also was ist denen als Charakter eigenständig? Also als erstes networked, vernetzt. Das ist die Grundlage von allem natürlich. Sie sind vernetzt mit anderen Services, sie sind vernetzt mit frei zugänglichen Daten, wie zum Beispiel Wetterdaten und so weiter. Sie sind user-centered. Wenn Sie sich diese Datenservices mal genauer anschauen, dann versuchen die im Regelfall ein ganz bestimmtes Problem der Mobilität zu lösen und das besonders gut zu lösen. Wenn Sie durchgehen nochmal durch all diese Datenservices, dann sehen Sie, die versuchen sich wirklich einen Teil herauszunehmen. Manche sind intermodal. Was heißt intermodal? Sie sind verkehrsmittelübergreifend. Wenn ich heute im Anschluss an diese Präsentation zu meinem Geschäftskundentermin nach München möchte, habe ich natürlich mehrere Möglichkeiten. Und manche dieser Mobilitätsservice haben sich zur Aufgabe gemacht, die Alternativen zu bieten, je nach meinen Präferenzen. Und da sind wir wieder bei der User Centricity. Muss ich möglichst schnell dorthin kommen? Oder ist es ein Wochenende und ich reise mit meinen drei Kindern? Ganz unterschiedliche Präferenzen. Dann Realtime. Was heißt Realtime? Nicht nur Echtzeit. Realtime heißt auch dynamisch. Das heißt, wenn Sie Veränderungen haben. Es heißt auch predictive. Der gleiche Trip nach München heute Abend und am 2. Januar ist natürlich nochmal ein großer Unterschied. Und es beinhaltet Dynamic Pricing. Wir haben gehört, wir hören heute noch von Uber. Sie haben also die Anpassung des Pricing je nach Demand Cycle. Was heißt das jetzt? Also wenn wir diese Mobilitätsservices und eine Zunahme der Mobilitätsservices nehmen, dann kann man darüber nachdenken, dass sich das Verhältnis vom reinen Kauf eines Automobils verändert in die Zunahme der Services, nämlich ein Mobilitätsuser. Das ist manchmal ein bisschen provokativ. Ich möchte provokativ sein, aber ich möchte nicht zu provokativ sein. Denn ich glaube am Ende des Tages, dass natürlich die Individualmobilität vom Fahrzeug sehr, sehr stark im Mittelpunkt steht. Aber sie wird immer mehr bereichert durch all diese komplementären Mobilitätsservices, die es als solches gibt. Und das ist die gute Nachricht für die Automobilhersteller, dass Fahrzeug ist weiterhin der Nukleus der individuellen Mobilität, ist aber auch ein Teil des Internet of Things. Je nachdem, ob Sie glauben, das Internet of Things ist schon da oder es wird noch kommen, es ist auf jeden Fall ein Teil des Internet of Things. Bei 2020, wenn man allen Studien glauben darf, haben wir ungefähr 400 Millionen Connected Cars. Ich möchte jetzt darüber sprechen, welche Möglichkeiten ergeben sich denn aus diesen mobilen Datenservices für den Automobilhersteller. Und unseres Erachtens gibt es zwei reine Möglichkeiten für den Automobilhersteller. Zum einen zum übergreifenden Mobilitätsanbieter zu werden. Und warum natürlich der Automobilhersteller und warum nicht andere Unternehmen, und Ihnen fallen sofort Unternehmen an. Zum einen natürlich die Brand. Die Automobilhersteller haben sich über die letzten Jahrzehnte einen Namen für Mobilität erarbeitet und in der Kundenbeziehung haben sie diese Kundenbeziehung. Schauen Sie sich das an, was wir auf Neuenglisch meinen mit der Installed Base. Sie haben heute Kundenbeziehungen über Jahre aufgebaut und Sie haben heute insbesondere über die Connected Cars sehr viele sogenannte Touchpoints, Beziehungen mit Ihren Kunden, die Sie als solches festigen können und mit denen Sie die Bedürfnisse, da kommen wir wieder auf die Massenindividualisierung, die Bedürfnisse Ihrer Kunden ganz genau herausfiltern können und Ihnen diese Angebote unterbreiten. Und dann natürlich die Produktkompetenz. Also wenn wir schon mal reden über Verkehrsmittelübergreifend, dann bringen die Automobilhersteller natürlich die Verkehrsmittelübergreifend
verkehrsmittelübergreifende Kompetenz mit. Denn es ist nicht nur einfach eine App. Manche Sachen kann man mit einer App machen, aber sehr viele Sachen müssen Sie testen und wir haben heute ja auch sehr viel gehört. Ich habe mir da mal die Mühe gemacht, Daimler exemplarisch herauszunehmen, aber natürlich ist das wahr für alle Automobilhersteller. Wenn Sie sich hier mal anschauen, das Portfolio der Investments von Daimler, dann sehen Sie in Blau all diese Unternehmen, an denen Daimler heute schon beteiligt ist, entweder mehrheitlich oder investiert hat als solches. Und dann sehen Sie, das gesamte Portfolio wird schon abgedeckt, vielleicht mit der Ausnahme von City Guides. Sehr innovativ meines Erachtens der Layer darüber mit Moovil. Denn mit Moovil versuchen Sie, all diese Services miteinander zu verbinden. Und damit dem Mobilitätsnutzer Möglichkeiten zu geben, nicht nur zu evaluieren, was der beste Mobilitätsweg ist, um von A nach B zu kommen, sondern sie auch zu unterstützen, das Ganze schon durchzubuchen und es möglichst, wie das so auf Neuenglisch schön heißt, seamless User Experience zu geben, also wie sie das Ganze durchmachen. Wie gesagt, das ist für jeden Automobilhersteller, können Sie so etwas machen. Vielleicht ist Moovil sehr innovativ on top. Der zweite Punkt ist, die Beziehung zum Kunden neu zu definieren. Und warum? Warum ist das so? Sehr vereinfacht, und Sie sehen mir nach, dass es sehr, sehr vereinfacht ist, ist das vielleicht eine Kundenbeziehung von vor 15 Jahren. Alle 3 bis 5 Jahren wird ein neues Automobil, wird eine Kaufentscheidung steht an und dann haben Sie im statistischen Durchschnitt 5 bis 12 Beziehungen mit dem Kunden über den Lifetime, bis die nächste Kaufentscheidung als solches ansteht. Das ist natürlich in den letzten Jahren immer mehr geworden. Sie haben den Configurator dazu addiert und so weiter. Wir haben für Automobilhersteller die Verbindung von Facebook und CRM gemacht, um Lebensentscheidungen zu sehen und ihre Käufer zu unterstützen, dass es dort Umwälzungen in ihrem Leben geht und sie vielleicht ein neues Auto als solches brauchen. Aber am Ende des Tages, in der neuen Welt, in Connected Cars, bekommen Sie, und das ist eine Riesenchance meines Erachtens, und ich bin der Datenmensch, unwahrscheinlich eine Fülle in der Digitalisierung von neuen Daten, in denen Sie das Verhältnis zu Ihrem Kunden auf ein neues jeden Tag bestimmen können. Also, Sie wissen heute schon, wenn ein Fahrer einen Parkplatz braucht als solches. Das sehen Sie an Lenkbewegung, das sehen Sie an der Geschwindigkeit, die jemand fährt. Dort mit der User Experience Fahrer zu unterstützen, was in dem Moment ihr Problem ist oder jemanden zu unterstützen, in dem Moment werden Sie wieder die Beziehung zu dem Kunden erneuern, um eine solche Kundenbeziehung herzustellen. Und das ist eine unwahrscheinliche Chance, auf der Sie aufbauen können, weil am Ende des Tages ist das Auto dann sehr, sehr prominent. 2 strategische Opportunities, also zum einen umfassend Datenservices anzubieten, die Kundenbeziehung jeden Tag neu zu definieren und in dem Sinne zu verstehen, dass es dort all diese Stufen dazwischen gibt. Also das sind nicht nur die 2 Möglichkeiten, sondern die Stufen dazwischen. Also wenn Sie ein batteriegetriebenes Auto als solches veräußern, aber gleichzeitig auch sehr einfach die Möglichkeiten, wie Sie ein Auto mit einem Verbrennungsmotor dazu addieren können, nämlich genau dann, wann Sie es brauchen, sind diese Möglichkeiten, über die ich spreche. Was bedarf es dafür? Und wenn wir das mal, wir schauen da zum Beispiel in die Telekommunikationsindustrie, die ist durch diese Zyklen auch schon herdurchgegangen, dann sind das natürlich im Connected Cars und mit Datenservice reden Sie über Millionen, hunderte von Millionen Transaktionen täglich. Die müssen natürlich hocheffizient sein, die müssen sicher sein, die müssen hochverfügbar sein. Was wir auch gesehen haben, ist, es ist sehr, sehr schwer für ein Unternehmen, die Innovation auf Dauer wirklich nach vorne zu treiben. Also,
Plattformen müssen offen sein, dass sie andere Unternehmen einbinden können in ihre Datenservices, um komplementäre Datenservices anzubieten. Und dann natürlich, Sie kennen die Geschichten, dass in USA in ein fahrendes Auto gehackt werden konnte. Am Ende des Tages steht die Reputation da im Connected Car, dass solche Sachen als solches nicht passieren können oder nicht passieren dürfen. Als HP haben wir auch eine Plattform für Connected Cars. Die haben wir abgewandelt durch die Telekommunikationsindustrie, denn mit der Telekommunikationsindustrie mussten wir solche Sachen schon frühzeitig aufbauen. Wie kennzeichnet die sich aus? Sie müssen natürlich eine Vielzahl von verschiedensten Devices relativ schnell einbinden können. Das Operations Management dieser hunderte von Millionen Devices, der hunderte von Millionen von Users muss möglichst effizient vonstatten gehen. Dann die Analytics Engine dahinter. Am Ende des Tages sammeln Sie Daten in der Digitalisierung in massiven Werten und müssen sie umsetzen in Ihr Geschäftsmodell in Mehrwerten. Das heißt, Sie brauchen eine Analytics Engine. Da ist nicht genug, dass ein Data Scientist irgendwelche Visualisierungen machen. Sie müssen Analytics automatisieren und in den Geschäftsprozess einbinden können. Und dann müssen entweder Sie als Automobilhersteller oder aber Ihre Partner Services anbieten können und in diese Plattform möglichst schnell eingreifen können und die Services anbieten können. Und das machen Sie in einer Service Cloud. Was sind die Anforderungen an eine solche Plattform? Eine robuste Plattform, Hochskalierbarkeit, Hochverfügbarkeit. Ich gebe Ihnen mal ein paar Kennzahlen. Als HP haben wir ungefähr 40 Kunden auf solchen Plattformen, also 40 Kunden, 500 Millionen Subscriber und User, 2 Milliarden Transaktionen pro Tag, die effizient abgebildet werden müssen. Wir haben solche Plattformen auch gebaut, um End-to-End-Services anzubieten. Am Ende des Tages wollen Sie ein Virtual Network Operator sein. Zum Beispiel, Sie haben es vielleicht gehört, HP splittet sich in einen Privatkundenbereich und in einen Geschäftskundenbereich. Der Bereich Geschäftskundenbereich wird der Virtual Network Operator für 300 Millionen Connected Printer sein, weil sich unser Bereich Printer auf die Innovation um den Printer konzentrieren möchte und neue Services anbieten, wie zum Beispiel Training und Learning durch einen Printer. Sie wollen aber nicht das in dem Geschäftsmodell sein, die Plattform als solches zu betreiben. Und dann natürlich, ich komme immer wieder auf den Bereich Analytics. Analytics und Analytics integriert in die Plattform. Wenn Sie daran denken, was ich gesagt habe, die Massenindividualisierung, dann können Sie das nur über eine integrierte Analytics-Plattform. Zusammenfassend, wir sehen die vernetzte Mobilität mit zwei wesentlichen Möglichkeiten. Einmal neue Businessmodelle anzubieten über Datenservices und die Kundenbeziehung auf ein neues jeden Tag definieren. Ich habe mit einem CIO gesprochen von einem der großen OEMs. Wir haben so ein bisschen reflektiert, was unsere Learnings waren über ein letztes Jahr, wie wir zusammengearbeitet haben. Und es war sehr beeindruckend zu hören, der CIO hat gesagt, es hat uns ungefähr ein halbes Jahr gekostet, bis wir in den Präsentationen das Automobil nicht mehr nur in die Mitte gestellt haben. Wir sind natürlich alle passionierte Automobilhersteller, aber uns zu definieren, das Automobil zu sehen in einer Welt der Connected Services, war für uns sehr wichtig. Und manchmal fallen wir immer wieder zurück in die alte Denkweise und müssen uns immer wieder herausholen, um zu sagen, es ist ein Teil einer umfassenden Mobilität. Experiences von anderen Industrien zeigen ganz klar, Plattformen zu bauen, in denen nur Sie versuchen, Innovation nach vorne zu treiben, die haben so ihre Challenges.
Also es ist erfolgreicher, wenn Sie ein Benchmarking der Plattform machen, wenn Sie anderen Service Providern eine Plattform geben, in denen Sie diese Innovation reinbringen können. Schon allein durch die Incubation, dass Sie neue Sachen testen können und wesentlich schneller testen können. Und dann natürlich, eine solche Plattform muss hochverfügbar sein, sie muss sicher sein, um Ihnen all diese Dienste anbieten zu können. Also in summary, ich sehe es als sehr, sehr aufregend, dass die Automobilhersteller Mobilität neu definieren können. Und ich hoffe, ich habe Ihnen einen guten Überblick geben können, wie wir als HP sehen, was es dazu bedarf. Danke sehr. Danke sehr. Vielen Dank, Herr Riesau. Ich darf gleich das Thema Fragen eröffnen mit einer Frage, die natürlich bei Ihrem Unternehmen zunächst mal verortet ist und die so ein bisschen im Raum schwebt und die auch in der Pause schon an mich angetragen wurde. Wie sieht es denn nun aus in Sachen HP? Da hört man ja, dass sich das Unternehmen neu sortiert und mit entsprechenden Folgen. Was bedeutet das für die Kunden von HP? Können Sie das vielleicht mal aufdröseln? Absolut. Und danke für diese Frage. Ich bin immer noch so verwirrt, das Bild ist irgendwie von vor 10 Jahren, ich weiß nicht, irgendwie, das bin nicht ich. Also wir sind auf einem guten Fahrplan, wir werden den größten Split durchführen innerhalb von einem Jahr. Für diejenigen, die das nicht wissen, HP splittet sich in einen Privatkundenbereich und in einen Geschäftskundenbereich. Warum? Synergien, die wir früher hatten zwischen beiden Geschäftsfeldern, sind weniger und weniger geworden. Und am Ende des Tages glauben wir sind wesentlich effizienter, wenn wir einen Bereich haben, der Privatkundenbereich heißt. Der wird sich auf Drucker und auf PCs konzentrieren. Und wenn wir einen Geschäftskundenbereich haben, der sich nur um Geschäftskunden wie Sie als solches kümmert. Nur mal um die Dimension aufzuzeigen, wir werden aus einem Fortune 50 Company 2 Fortune 50 Companies, also beide Companies haben ungefähr 56 Milliarden Umsatz, also Riesenunternehmen. Wir sind relativ stolz, wir haben innerhalb von 12 Monaten dann diesen Split durchgeführt und Sie können sich vorstellen, das hat einiges an unseren Ressourcen gebunden. Wenn Sie allein SAP splitten in zwei Bereiche, das ist nicht ohne. Da steht natürlich im Raum, und ich glaube, das kommt da auch, die 30.000 Entlassungen, die da in der Schwebe sind. Die beziehen sich zu einem Großteil in unserem Service, in unserem Outsourcing-Geschäft, in dem wir Geschäftsprozesse von unseren Unternehmen, von unseren Kunden übernehmen und kostengünstiger als solches anbieten. Und da sind wir im globalen Wettbewerb und da müssen wir diese Geschäftsprozesse zu niedrigeren Kosten und mit einem höheren Automatisierungsgrad anbieten können. Und deswegen ist da diese Nummer, aber wir sind im guten Prozess. Okay, Dankeschön. Dann habe ich noch zwei weitere Fragen. Ich bitte um kurze Antworten. Okay. Möglichkeit. Wenn es um HP geht, muss ich länger reden. Absolut in Ordnung. Sehen Sie Unterschiede bei den OEMs in den verschiedenen Weltregionen? Also wenn wir jetzt denken, wir haben Asien, Europa, Nordamerika und dort die großen Player. Sehen Sie jetzt aus Ihrer Perspektive aus San Francisco raus Unterschiede? Also ganz klar, die Europäer haben sehr, sehr früh angefangen, um das sehr methodisch aufzuarbeiten. Ich sehe, dass im amerikanischen Raum die amerikanischen OEMs gerade sehr aufholen, mit dem typischen amerikanischen Ansatz, sehr schnell Sachen zu testen, also fail fast auch. Im asiatischen Raum sehen wir, da passiert auch was, aber da sehen wir weniger Aktivität, alles in allem. Also ich würde sagen, es ist derzeit so ein Horse Race in den neuen Technologien zwischen Europa und Amerika. Und Amerika geht da sehr hemdsärmlich gerade auch ran, holt aber ganz ordentlich auf. Ist Fiat Chrysler dann eher europäisch oder amerikanisch geprägt in Sachen Fail Fast? Kommt drauf an, wenn Sie mit dem Teil von Chrysler reden, dann ist es sehr amerikanisch und Fiat ist sehr europäisch. Ich dachte jetzt an das U-Connect. Ja, ich weiß, ganz klar. Und das bringt uns nahtlos zur letzten Frage, die kommt von Thomas Kuhn von der Wirtschaftswoche. Er schreibt uns hier über die App: Das Vorbild IT-Industrie lässt fürs vernetzte Fahren Übles erwarten. Aus der Rechnerwelt wissen wir längst, dass gehackt wird. All das gehackt wird, was vernetzt ist.
Wenn der Rechner nun Räder bekommt, wird das lebensgefährlich. Wie lassen sich vernetzte Prozesse in der Autowelt sicher machen, wenn das bei PCs, Servern und Webservices schon nicht gelingt? Also think like the bad guy, das ist das, was wir machen. Also wir haben tatsächlich Services, in denen wir Leute haben, die ganz klar versuchen zu hacken. Und das ist der beste Bereich, in dem sie sagen, also wir machen das andauernd. Und auch da geht es wieder um Plattform, Sharen von Informationen. Also wir arbeiten mit anderen Unternehmen zusammen, unsere Security-Spezialisten arbeiten zusammen, um auch zu sagen, wo gibt es early, also sehr frühzeitige Hinweise, Warnhinweise, dass etwas gehackt wird und arbeiten zusammen. Wir wollen zum Beispiel nicht, dass jemand nachverfolgen kann und glaubt, da kommt ein Angriff auf HP von Apple. Dann redet man natürlich und man muss solche Sachen vermeiden. Also think like a bad guy und wirklich aktiv hacken auf der einen Seite, dann aber wieder Netzwerke aufbauen, in dem der Erfahrungsaustausch als solches gemacht wird, weil die Bad Guys sind sehr gut organisiert. Okay, herzlichen Dank, Herr Riesau. Danke. Und herzlichen Dank für Ihren Beitrag.